Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Japan ist jetzt auch Grundwasser unter dem beschädigten Atomkraftwerk Fukushima stark verstrahlt. Nach Angaben der Betreiberfirma TEPCO wurden 10.000-fach erhöhte Werte des giftigen Jod-131 gemessen. Auch die Radioaktivität im Meer steigt immer weiter. Trotz der Appelle von internationaler und nationaler Atombehörde lehnt Japans Regierung eine Ausweitung der Sperrzone um den Unglücksreaktor ab. Wir heißen euch herzlich willkommen. Der Gruß gilt Anwohnern des Atomkraftwerks Fukushima. Sie haben 200 Kilometer weiter nördlich eine Bleibe gefunden. Eine Notunterkunft in der Provinz Saitama. Hier ist man darauf eingestellt, dass die Gäste länger bleiben werden. Sogar Schuluniformen für die Kinder liegen bereit. Ihre alte Heimat zu gefährlich, sagt auch die Internationale Atomenergiebehörde. Nach eigenen Messungen hat sie nun sogar empfohlen, die Evakuierungszone von 20 auf 40 Kilometer rund um das Atomkraftwerk zu erweitern, also noch mehr Menschen von hier fortzubringen. Ein Vorschlag, dem die Regierung in Tokio vorerst nicht folgen will. Wenn wir dort über längere Zeit eine erhöhte Strahlung feststellen, die gesundheitsgefährdend ist, dann werden wir weitere Evakuierungen in Betracht ziehen. Bis auf Weiteres werden wir die Strahlung in der Luft genau überwachen. Die Regierung hofft, das havarierte Atomkraftwerk mit neuen Methoden in den Griff zu bekommen. Geplant ist, das Gelände mit Kunstharz zu besprühen. Der klebrige Film soll die Verbreitung von radioaktiven Teilchen verhindern. Der Versuch musste aber wegen Regenwetters verschoben werden. Der französische Staatspräsident bekundete heute in Tokio seine Solidarität. Die Franzosen sind über den Atomkonzern Areva eng mit Japans Nuklearindustrie verbunden, haben eigene Experten geschickt. Tausende Bürger warten darauf, in ihre Heimat zurückzukehren. Die Evakuierungszone jetzt zu erweitern, wäre eine große organisatorische Aufgabe. Die Regierung müsste diese Aufgabe bald angehen, wenn sie den Strahlenschutz ernst nimmt. Die Bundesregierung lässt alle 17 deutschen Atomkraftwerke auf ihre Sicherheit überprüfen. Experten sollen untersuchen, ob die Meiler ausreichend gegen Risiken wie Flugzeugabstürze, Terroranschläge und Naturkatastrophen gewappnet sind. Der Prüfbericht soll als Grundlage dienen für die Weichenstellungen der Politik. Umweltminister Röttgen strebt bis Mitte Juni einen breiten Atomkonsens an. Jedes einzelne der 17 Atomkraftwerke soll gesondert dem Stresstest unterzogen werden. Auf dem Prüfstand die Abschaltung im Katastrophenfall, die Notkühlung und schwere Unfälle. Bei den zivilisatorischen Einwirkungen, die wir zusätzlich auch betrachten, als übergreifend, wird auch der Flugzeugabsturz mit ins Auge genommen, wo wir dann auch eine Betrachtung hinsichtlich möglicher Einwirkungen verschiedener Flugzeugtypen berücksichtigen werden. Die 7 ältesten Meiler sind dagegen am schlechtesten geschützt, müssen deshalb vielleicht vom Netz. Längst bekannte Daten, aber die Politik soll neu entscheiden. Sind wir bereit, das, was an nicht abgedecktem Risiko in unterschiedlichen Bereichen verbleiben mag, in Zukunft hinzunehmen oder sind wir nicht mehr bereit, es hinzunehmen? Während Röttgen von einem Stresstest auf weltweit führendem Niveau spricht, sieht die Opposition ein Täuschungsmanöver. Es sei keine echte Risikoanalyse. Lediglich unverbindlich und schwammig wurden Themen aufgelistet. Das ist für einen Stresstest völlig ungenügend. Wir wissen, dass die alten Reaktoren nicht gegen Flugzeugabstürze geschützt sind. Und was er eigentlich machen müsste, nämlich ob die Anlagen selber den Stand von Wissenschaft und Technik erreichen, das untersucht er nicht. Das wäre aber nötig. Am Ende soll der Bundestag entscheiden. Die Linke würde die Atomkraft am liebsten per Grundgesetz verbieten. Was auch immer am Ende des Moratoriums beschlossen wird, derzeit gibt es einen überraschenden Wettlauf der Parteien. Wer ist der Grünste im ganzen Land? Geht es nach Norbert Röttgen, dann wird das neue Atomgesetz im Konsens beschlossen, mit der Opposition und der Mehrheit der Gesellschaft, damit es auch über Bundestagswahlen hinaus Bestand haben kann. Heute früh hat die NATO offiziell das Kommando über den Militäreinsatz in Libyen übernommen. Allerdings sind sich die NATO-Mitglieder nicht einig, wie weit der Auftrag geht. Die UN-Resolution erlaubt wörtlich alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Zivilbevölkerung. Die USA, Großbritannien und Frankreich erwägen auch Waffenlieferungen an die Aufständischen. NATO-Generalsekretär Rasmussen lehnt das ab.
Sie tat ihm gut, die Visite im Nicht-NATO-Land Schweden. Ministerpräsident Reinfeldt versprach Anders Fogh Rasmussen 8 Kampfjets für den Libyen-Einsatz. In seinem Bündnis hat der Generalsekretär gerade keinen leichten Stand. Erst der Streit um den Libyen-Einsatz, jetzt die Debatte um die Waffenlieferungen. Wir sind dafür da, die libysche Bevölkerung zu schützen, stellt er klar, nicht dafür, sie aufzurüsten. Ob er wohl dabei bleiben kann? In Brüssel waren die Töne nicht so eindeutig. Die NATO könne ihre Position überdenken, hieß es, falls eines der Mitglieder doch Waffen nach Libyen liefern sollte. Auf der Militärmesse in Abu Dhabi ein Modell des neuen Airbus-Militärtransporters. Frankreich ist für Waffenlieferungen, aber nicht sofort. Dafür gibt es Unterstützung aus dem EU-Parlament, und zwar ausgerechnet von deutschen Parlamentariern. Wenn man sagt, dass Leute sich verteidigen müssen, dass Zivilbevölkerung geschützt werden soll gegen Gaddafis Söldnertruppen, dann müssen sie auch in der Stande sein, da sich zu wehren. Wenn der Westen nicht bereit ist, Bodentruppen einzusetzen, was ja der Fall ist, dann muss man die Rebellen aktiv unterstützen, insbesondere durch Ausbilder. Das halte ich für eigentlich noch vorrangiger. Aber wenn es sein muss, dann eben auch mit Waffen. Die Frage der Waffenlieferungen an die Rebellen kann für die NATO und ihren Generalsekretär noch zu einer weiteren Zerreißprobe im Libyen-Konflikt werden. Die NATO steckt in einem Dilemma. Den Schutz der Zivilbevölkerung wird es ohne den Sturz Gaddafis nicht geben, doch das westliche Militärbündnis ist zur Neutralität verpflichtet. Eine neue UN-Resolution wird es nicht geben, so könnte es am Ende doch noch zu einem langen und aufreibenden Libyen-Krieg kommen. Geschwächt wird der libysche Staatschef Gaddafi durch die Flucht eines weiteren Vertrauten. Außenminister Kusa hat sich nach London abgesetzt. Die britische Regierung betonte aber, er sei nicht vor Strafverfolgung geschützt. Kusa war lange Jahre Geheimdienstchef und steht im Verdacht, mehr über die Beteiligung Libyens an Terrorakten zu wissen. Etwa am Bombenanschlag auf ein Passagierflugzeug über dem schottischen Lockerbie 1988. In Libyen gehen die Gefechte zwischen Aufständischen und Gaddafi-Truppen weiter. Besonders umkämpft ist die Hafenstadt Brega im Osten des Landes. Medienberichten zufolge haben die Regimegegner versucht, den Ölhafen zurückzuerobern. Gaddafis Truppen sollen mit Artilleriefeuer auf den Vorstoß reagiert haben. Die Aufständischen gelten als militärisch schlecht ausgerüstet. Auch sollen ihnen die nötigen Kommunikationsmittel wie Funkgeräte fehlen. In der westafrikanischen Elfenbeinküste weiten sich die Kämpfe um die Handelsmetropole Abidjan aus. Gefechte gibt es zwischen Truppen des im November abgewählten Präsidenten Gbagbo und denen des Wahlsiegers Ouattara. Dessen Männer sind nach Augenzeugenberichten offenbar kurz davor, die Stadt einzunehmen. Gestern hatte der UN-Sicherheitsrat Strafmaßnahmen gegen den abgewählten Präsidenten Gbagbo verhängt und ihn zum Rücktritt aufgefordert. Damit soll ein drohender Bürgerkrieg noch verhindert werden. Die angeschlagenen irischen Banken brauchen eine weitere Finanzspritze in Milliardenhöhe. Die Zentralbank bezifferte den zusätzlichen Geldbedarf auf 24 Milliarden Euro. Vorausgegangen waren Stresstests der 4 verbleibenden Institute. Die irische Regierung hat bereits Milliardensummen in das marode Bankensystem gepumpt und musste deshalb Hilfen aus dem Euro-Rettungsschirm in Anspruch nehmen. Bundespräsident Wulff bezweifelt, dass die Banken die richtigen Lehren aus der Finanzkrise gezogen haben. In einer Rede auf dem Deutschen Bankentag fordert er die Manager zu einem grundlegenden Kurswechsel auf. Die Gesellschaft sei nicht bereit, erneut für die Banken in die Bresche zu springen. Die Branche räumte Fehler ein, warnte aber vor einer zu starken Regulierung durch die Politik. Die noble Kulisse des Konzerthauses am Berliner Gendarmenmarkt verströmte geschichtsträchtige Gediegenheit. Doch Bundespräsident Wulff war hier, um sich der problematischen Gegenwart zu widmen. Die milliardenteuren, steuerfinanzierten Rettungsaktionen brächten die Politik in Erklärungsnöte. Einerseits werden Sportanlagen und Bibliotheken aus Geldmangel geschlossen. Andererseits wird über hunderte Milliarden verhandelt. Das ist für sehr, sehr viele Bürger nur ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Die Branche ihrerseits sieht sich über Gebühr gegängelt. Stresstests für die Institute, die Verpflichtung zu mehr Eigenkapital, die Bankenabgabe, da sei viel Reflex und wenig Vernunft. Wir sind, und zwar quer durch die gesamte Bandbreite, was Größe oder Geschäftsmodell betrifft, nunmehr an der Grenze unserer Belastungen angekommen. Viel Trost konnte da allerdings auch die Kanzlerin nicht bieten. Im Gegenteil, mit dem Argument, sie seien systemrelevant, könnten die Banken in Zukunft nicht mehr auf Staatshilfen vertrauen.
Die Spielregeln der sozialen Marktwirtschaft gelten auch für die Finanzinstitutionen. Sie profitieren von den Gewinnen, sie tragen die Verluste und Unternehmen, die scheitern, verlassen den Markt. Das sind die Regeln. Das Vertrauen der Kanzlerin in die Einsichtsfähigkeit und in die Selbstheilungskräfte der Finanzbranche hat gelitten. Das war auch heute deutlich spürbar. Und obwohl beide Seiten bemüht sind, sich zu arrangieren, Freunde werden sie auf absehbare Zeit wohl nicht mehr. Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich trotz internationaler Krisen weitgehend stabil. Mit Ausnahme von Berlin ging die Zahl der Arbeitslosen im März in allen Bundesländern zurück, teilte die Nürnberger Bundesagentur mit. Insgesamt waren 3.210.000 Arbeitslose gemeldet. Das sind 102.000 weniger als im Vormonat und 350.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote sank auf 7,6%. 4 Tage nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg haben Grüne und SPD mit Koalitionsverhandlungen begonnen. Der Grünen-Politiker und designierte Ministerpräsident Kretschmann sagte, das geplante Regierungsbündnis sei wörtlich fast eine Liebesheirat. Das zeige sich daran, dass keine Sondierungsgespräche notwendig gewesen seien. SPD-Landeschef Schmidt bezeichnete das umstrittene Bahnprojekt Stuttgart 21 als Reibungspunkt. Eine Zerreißprobe werde es aber nicht. Bis Ende April sollen die Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sein. Die Beschäftigten in der Chemieindustrie bekommen 4,1% mehr Geld. Die Tarifparteien einigten sich auf einen Vertrag, der 15 Monate lang läuft. In Firmen, die die Wirtschaftskrise noch nicht überwunden haben, kann die Erhöhung um 2 Monate verschoben werden. In der vorigen Tarifrunde war wegen der Krise nur eine Einmalzahlung vereinbart worden. Die Lokführergewerkschaft GDL hat heute erneut Privatbahnen bestreikt. Schwerpunkt war Norddeutschland. Insgesamt waren 21 Zuganbieter im ganzen Bundesgebiet betroffen. 3/4 der Züge fielen aus. Nicht bestreikt wurde die Privatbahn Keolis, die gestern die Verhandlungsbedingungen der GDL akzeptiert hatte. Die Streiks der Lokführer sollen noch bis Samstag früh um 2 Uhr dauern. Auf das Fußballstadion von Borussia Dortmund war angeblich ein Bombenanschlag geplant. Wie das Bundeskriminalamt bekannt gab, wurde schon am Dienstag ein 25-Jähriger festgenommen, der einen Hinweis auf vergrabene Chemikalien gegeben hatte. Offenbar wollte er mit der Bombendrohung Geld erpressen. Das Bundesinnenministerium erklärte, es gebe keinen Bezug zu Terrorgruppen oder islamistischen Organisationen. In diesem Gebüsch waren 3 Gegenstände versteckt. Die Polizei nennt sie sprengstoffverdächtig. Ob es sich um funktionstüchtige Sprengsätze handelt, untersuchen die Ermittler noch. Deponiert hatte sie ein 25-jähriger Mann, ganz in der Nähe des Dortmunder Stadions. Offenbar eine Drohgebärde, um die Behörden zu erpressen. Wir sehen das im Grunde so, dass dieser Versuch, Sprengkörper zu deponieren, die wir dann hätten auch finden sollen mit hoher Wahrscheinlichkeit, den weiteren Forderungen Nachdruck verliehen hätte. Er wollte ein gesichertes Leben danach, er wollte letztlich Geld von uns und die Chance haben wir ihm natürlich nicht gegeben. In Krefeld im Elternhaus des Mannes fanden die Ermittler ebenfalls 3 mögliche Sprengsätze und eine Chemikaliensammlung. Der 25-Jährige hat ein Chemiestudium abgebrochen, studiert jetzt BWL, ein Einzeltäter, so die Ermittler. Ein politisches oder terroristisches Motiv sei nicht erkennbar. Möglicherweise hat der Mann 2010 auch ein Unternehmen in Baden-Württemberg erpresst. Das Bundesligaspiel Dortmund gegen Hannover soll am Samstag wie geplant stattfinden. Nach den schweren Überschwemmungen werden tausende Touristen von den Urlaubsinseln im Golf von Thailand in Sicherheit gebracht, unter anderem von Koh Tao. Die thailändische Marine setzte dafür Helikopter und Kriegsschiffe ein. In einigen Dörfern im Süden des Landes steht das Wasser meterhoch. Mindestens 20 Menschen sind bislang in den Fluten ums Leben gekommen. Und es sind weitere Regenfälle angesagt. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 1. April. Atlantische Tiefausläufer überqueren uns mit ihren Wolken, die auch noch etwas Regen im Gepäck haben. Am Samstag scheint dann unter Hochdruckeinfluss verbreitet die Sonne bei teilweise sommerlichen Temperaturen. In der Nacht ist es meist wolkenverhangen. Der Regen im Osten und Südosten zieht langsam ab, sonst regnet es nur hier und da. Im Norden klart es zum Teil auf und im Nordosten beginnt der Tag auch örtlich mit Sonne, sonst viele Wolken, die stellenweise etwas Regen oder Schauer bringen. Später wird es dann im Süden und Südwesten immer freundlicher. Heute Nacht an den Küsten sowie im höheren Bergland stürmische Böen, morgen schwache bis mäßige, an der See teilweise frischer Wind aus Südwest bis West. Im hohen Norden heute Nacht 5, am Oberrhein bis 12 Grad. Auf den nordfriesischen Inseln morgen frische 10, im Breisgau bis 22 Grad.
Nordöstlich der Elbe am Samstag zum Teil noch dichtere Wolken, sonst verbreitet sonnig und sehr warm. In der Südosthälfte auch am Sonntag viel Sonne, Richtung Nordwesten gebietsweise Regen und örtliche Gewitter. Die neue Woche beginnt dann wechselhaft und kühler. Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.15 Uhr. Darin, wie gelingt der schnelle Ausstieg aus der Kernenergie? Fragen von Tom Buro an Bundesumweltminister Röttgen und käufliche Abgeordnete. Korruption im Europaparlament.